Das ist doch gleich mal ein romantischer Weg, Spaziergang. Einfach mal so einen Kilometer durch den Wald, bergab. Über holpriges Gelände, hier den Hang runter. Aber die Sonne kommt raus. Hat doch was. In der Natur, mitten im Wald. Hallo, servus, grüßt euch. Herzlich willkommen zu einem weiteren Lost Place Abenteuer. Heute wieder mit am Start Daniel. Wir besuchen heute eine Location, das ein ehemaliges Hotel war. Und was uns in diesem Hotel erwartet, sehen wir nach meinem Intro. Das wäre jetzt die offizielle Straße gewesen, die man allerdings mit dem Auto nicht mehr fahren darf. Deswegen sind wir ja eins weiter gefahren und haben da oben geparkt. Und von hier aus sehen wir die Location eh schon. Hier schon mal gleich der erste Eindruck von der Location. Hier liegt ja gleich mal wieder Müll ohne Ende. Hier haben sie ja einigen Dreck wieder hingeschmissen. Aber das ist nicht nur Müll von der Location, sondern hier fahren sie ja, glaube ich, regelrecht an den Müll hin. Das ist jetzt wieder ein Aquarium. Hier, genau, da liegt ein Aquarium. Mülltüten. Und die Location ist da. Es schaut eher so aus, wie wenn die Leute hier regelmäßig hinfahren und einen Müll einfach entsorgen. Und wenn man das da oben anschaut, wie da schon die Bäume aus den Häusern wachsen oder aus den Wänden wächst, ist der Wahnsinn. Also den Müll habe ich ja schon angesprochen gehabt und hier liegt brutal. Also sind Schweine ohne Ende. Und ihr füllt eine. Schaut euch das an. Der brutale Wahnsinn, dass hier Müll liegt. Allein schon hier im Eingangsbereich. Riechen Sie das? Also wir sind hier nicht alleine. Da sind gerade zwei Mädels raus. Und hier, wenn man in das Treppenhaus reingeht, hört man es scheppern. Entweder Randalierer oder Sprayer oder Urbixer. Wollen wir jetzt sehen. Oder spüren. Ja. Was hast du gesagt? Halt mal einfach mal drauf. Ne, es geht wieder zurück. Das. Wenn wir das bestimmt dran gewesen sein. Was? Das hier meine ich. So ein Zwischenraum und hier wirst du wahrscheinlich hoffentlich weiter zum Hotel gehen, oder? Ja, das hoffe ich auch. Dann schauen wir mal. Aber das ist ja alles voll mit Fliesen. Sind die hier verbrannt? Nee, das war hier Fliesenlager. Hotels haben ja im Keller immer Dutzende, Tausende Fliesenlager. Ja, aber ich muss ja auch von hier irgendwo ins Hotel kommen. Wir versuchen einfach das zweite Mal. Weil hier geht es ja auch nochmal hoch. Genau, wir sind vorhin hier gleich abgebogen. Jetzt gehen wir einfach mal hier eine Etage weiter. Hier ein Graffiti 2020, ein ganz neues. So, jetzt sind wir im Hotelinneren. Und hier sieht man wieder Verwüstung ohne Ende. Anhand von den Fliesen könnten hier WCs sein, ganz genau.
Waschbecken. Hier in dem WC ist was ganz Interessantes. Den Inhalt des WCs gehen wir jetzt aber nicht näher auf den Grund. Hier Aufenthalt eintragen. Du hast jetzt keinen Stift dabei. Oder? Und da stehen 28. März 20 und 22.11. 19. Also waren noch nicht viele da oder sind nicht viele eingetragen. Aber den geht es wahrscheinlich genauso wie mir. Ich habe jetzt nicht unbedingt einen Stift dabei. Aber das ist echt der Wahnsinn. Hier ist es stockdunkel. Könnte die Küche gewesen sein oder ein Teil einer Küche. Und hier war Servus. Hä? Stören wir? Nö, stören wir? Wir haben ja eher Angst, dass wir stören. Aber ich brauche schon langsam einen Plan, wo wir reingegangen sind und wo wieder raus, weil ich finde hier nichts mehr. Übersehen. Sowas habe ich auch mal gemacht, ja? In der Wohnung. War eine Mordsarbeit, aber ich habe es nicht als... Ich habe es auf die Wand gemacht, mit lauter Platten. Das ist eine Schweinearbeit. Das glaube ich. Und Daniel hat gesagt, hier ist eine Kegelbahn. Und das Einzige, was von der Kegelbahn noch da ist, ist die Bahn und die Schiene, was die Kugel zurückwirft. Der Rest ist weg. Hier sieht man noch die Löcher, wo die Pins gestanden sind von der Kegelbahn. Aber die ganze Mechanik von der Kegelbahn hier ums Ausbaut. Stimmt, das können wir ja noch ganz leicht erkennen. Schade, entweder haben sie die schon mitgenommen oder irgendeiner hat die komplett zerlegt. Das ist da nix. Da ist wieder eine zauberhafte Tapete. Dann wird es auch mehr schwindelig, wenn man hier durchgeht. Ja. Brutal. Also, hier schnell durchgehen, sonst falle ich um. So, hier ist mal wieder ein Raum mit Teppich. Und hier wäre eigentlich eine... Hier kommt man ins Hotel rein, ja. Relativ leicht, weil hier ist auch. Genau. Der Außenbereich. Daniel versucht mal rauszukommen. Ich hoffe, er schneidet sich nicht. Dirk hat es auch geschafft. Na ja, klar, was ein Jungspund kann, kann ich auch. Wo willst du jetzt eigentlich hin? Der will die Treppe hochgehen. Gut. Gehen wir wieder Außenbereich hier durch. Die Anlage von außen. Ja genau, hier ist nämlich diese Treppe. So, und ich hätte gemeint, hier hat es gebrannt. Hier hat es gebrannt, oder? Das hier ist alles verkohlt. Wenn das der Eingang war, dann ist das hier. Okay, da war mal eine Decke. War geil. Da ging es mal hoch. Mit Ausblick nach draußen. Genau. Ding wie geschmissen, sondern einfach mal schön gemauert. Gemauert. Und hier hat sich einer Mühe gemacht, weil hier ist, von wo auch immer das Zeug ist, aber wer macht denn das bitte? Sind die Dachplatten. Ah, genau, das sind die Dachplatten. Ja. Aber wer hat sich hier die Arbeit gemacht und die schön auf den Haufen gehört?
Hier sieht man nämlich, also wenn man sich das hier so anschaut, das ist alles einigermaßen schön aufgeräumt. Das ist hier in Anführungsstrichen aufgeräumt. Also sieht nach Ordnung aus. Da ist schon wieder ein Graffiti, was einfach gehört ist so. Das ist übermalt worden. Das gleiche ist nämlich da drüben auch. Ein riesengroßes schwarzes Etwas. Aber es hat auch irgendwas mit Kunst zu tun, weil da oben ist auch noch mal sowas. Da oben ist nämlich auch noch mal so ein schwarzer Fleck. Wo allerdings schon wieder abblättert, aber wird irgendwas damit zu tun haben. Hier ist übrigens noch mal ein Treppenhaus. Dazu kommen wir später vielleicht. Hier sind auch das Graffiti zum Beispiel. Ist von 2018, aber einfach mal mega, weil es auch mit Aluspray gemacht worden ist. Und Aluspray ist nicht abriebfest. Aber dafür, wenn das schon 2 Jahre alt ist, schaut das relativ cool aus. Das Graffiti hier ist auch cool. Einfach mal komplett den Raum ringsherum gesprayt. Egal ob fehlende Tür oder Fenster. Das hat was. Das gefällt mir. Do you lie awake at night? Are you afraid to turn out the lights?